geklettert. Gut, und die ist auch sehr genügsam, finde ich ja immer sehr wichtig. Ja. Einmal im Monat könnte fast reichen. Oh, das ist super, da kommen wir ins Geschäft. Okay. Ja, so eine Pflanze ist eben auch nur ein Mensch und die braucht Liebe und Pflege, wie wir alle. Und so eine Pflanze, die kann nämlich auch mal krank werden oder von Schädlingen befallen werden. Und nein, dann kommt sie nicht in die Tonne, sondern wir retten sie. Vermilgt, vertrocknet, verbrannt und ertränkt, rundum, trostlos. Diese Zimmerpflanzen haben ihre besten Zeiten hinter sich. Oder gibt es doch noch Rettung? Michael Schidor von der Baumschule Peselmann sorgt eigentlich dafür, dass Pflanzen gar nicht erst so aussehen. Es macht einen schon ein bisschen traurig. Ich sehe das natürlich auch sehr häufig. Solange die Pflanzen noch grünes Leben zeigen, kann man auch noch was retten. Der richtige Standort ist entscheidend. Unsere Orchideen haben alles abgeworfen, Blätter und Blüten. Hier kann man jetzt wirklich deutlich sehen, dass wir hier Brandflecken haben. Es war klar, dass die jetzt hier im Sommer direkt in der Fenster gestanden hat, ja, in der vollen Sonne, und das hat sie eben nicht mitgemacht. Die Wurzeln sind nicht etwa faulig, sondern schlicht verbrannt. Man kann dann sehen, wenn ich hier jetzt hier also, die Pflanze austopfe, sehr schön zu sehen. Wir haben ganz, ganz viele gesunde Wurzeln. Ja, deswegen ist eine Vernässung auszuschließen. Das ist eine reine Standortfrage. Die Orchidee verträgt keine pralle Sonne, keine Staunässe und keine Kälte. Sie bekommt nun eine Auszeit von praller Sonne und zu viel Wasser, und mit ein wenig Wärme könnte sie bald schon wieder blühen. Die schlimmsten Folgen hat falsches Gießverhalten, wie hier beim Tronco. Man sieht ja hier schon, der Pflanze geht es nicht gut. Braune Blattränder, auch das Grün ist nicht besonders gut. Und was sofort auffällt, ist ja diese wackeligen Stämme hier in der Erde. Wenn man hier reingeht, ja, und die Erde so ein bisschen nimmt, sieht man, die ist total nass. Und das bedeutet Wurzelkontrolle. Oh ja. Oh ja. Und wieder mal ist zu sehen, wie gefährlich zu viel Wasser ist. Dass man zu wenig gießen kann, weiß jeder. Aber zu viel, das ist dann doch immer wieder eine Sache, dass noch nicht so richtig eingängig ist. Leider ist hier schon zu sehen, hier ist auch die Rinde schon weggefault. Ja? Die Fäulnis ist hier schon im Holz drin, der ist nicht mehr zu retten. Droht dem Benjamini das gleiche Schicksal? Auch er ist völlig übergossen. Dieser Feinwurzelanteil ist alles abgefault. Fest sind gerade noch mal ein paar alte, ältere, stärkere Wurzeln wie hier. Das heißt also, das Wurzelsystem ist noch nicht ganz verloren. Die Rettungsmaßnahme: umtopfen in ein Torfsandgemisch, in dem sich Gießwasser nicht so stauen kann. Abgestorbene Wurzel, noch nasse Erde, entfernt der Fachmann und setzt den Benjamini für gut 6 Wochen in sein Krankenbett. Hier kann er neue Wurzeln schlagen, aber nur bei richtigem Gießverhalten. Also meine Faustregel zum Gießverhalten wäre: den Finger leider etwas schmutzig machen, das heißt in den Topf stecken, prüfen, ob Trockenheit vorhanden ist, dann kann ich nachgießen. Ein Ficus Benjamini verträgt keine Staunässe, keine Zugluft und keine Veränderungen. Achtung, geschwächte Pflanzen ziehen Schädlinge an. Diese Kannenpflanze leidet unter Spinnenmilben. Hier sehe ich ein neues Blatt, was noch nicht befallen ist von Spinnenmilben, während dieses Blatt ganz deutlich eine andere Farbe zeigt. Und dieses silbrige Aufhellungen hier an der Unterseite der Blätter ist ein deutliches Zeichen für Spinnenmilben. Man muss natürlich jetzt diesen Schädling jetzt bekämpfen, weil er a. einmal die ganze Pflanze befallen kann und b. auch eben an anderen Pflanzen gerne zu Hause ist. Hier hilft nur Spritzen, und zwar am besten draußen, damit es keine Flecken. Benötigt wird ein ölhaltiges Schädlingsmittel. 250 Milliliter kosten etwa 9 Euro. 2 Behandlungen sind nötig. Nach diesen Erste-Hilfemaßnahmen haben unsere Zimmerpflanzen eine gute Prognose. Mit Geduld, dem richtigen Standort und angepasstem Gießverhalten werden sie gedeihen. Naja, und natürlich mit Zuspruch, oder? Flüstert sie so einer Pflanze ab und zu mal was zu, ganz ehrlich? Ja, ich schimpf dir auch mal. Ich würde mir ja wünschen, dass so eine Pflanze auch mal was zurückflüstert, nämlich zum Beispiel, wann sie gerne einen neuen Topf hätte. Ja, das flüstert sie nonverbal. Das was sagt oder was zeigt? Sie schlappt dann gerne. Also das heißt, es kommt halt kein Wasser an. Also ein Zeichen ist ganz einfach, man sieht das hier so ein bisschen, die drücken sich aus dem Topf raus. Oder wenn man gießt und das Unterschälchen ist sofort voll Wasser, also man hat das Gefühl, die nimmt gar kein Wasser mehr auf, dann weiß ich, da ist überhaupt keine Erde mehr da, die puffern kann. Gut, das heißt, wir brauchen dann auf jeden Fall einen neuen Topf und wir müssen umtopfen. Und Sie haben uns 5 super easy Umtopftipps zusammengestellt und die gehen wir jetzt mal durch. Also das erste, Vorsicht beim Herauslösen. Genau, ganz wichtig. Dass es nicht kaputt geht, ne? Also man sieht, die kämpfen ja hier wirklich schon um den Stehplatz, also die ganze Zeit. Ja. Jetzt versuchen wir zu ziehen, das geht nicht, das heißt, sie ist schon recht durchwurzelt. Mhm.
da oben mal ein bisschen und das funktioniert wunderbar. Wenn das nicht geklappt hätte, hätten wir den Topf aufschneiden können oder einfach in ein Wasserbad. Ah, und dann, wenn man es in Wasser legt, dann geht es gleich raus. Dann geht das auch. Hier geht es jetzt auch noch. Das heißt, ich kann den Ball noch bewegen. Wenn es total starr gewesen wäre, hätte ich den auch jetzt über Nacht einfach mal ins Becken reingelegt. Okay, dann zweiter Tipp. Der neue Topf darf nicht zu groß sein. Genau. Der ist jetzt, wie ist denn dann die richtige Größe? Im Durchmesser ungefähr 2 bis 4 cm größer. Also wenn man halt von einem sehr großen Topf redet, können es auch mal 4 sein. Mhm. Bei so einem kleinen Topf einfach nur 2 cm im Durchmesser größer. Okay, nächster Tipp. Drainage nicht vergessen. Genau, damit keine Staunässe entsteht. Ne? Wir haben jetzt hier den Blähton. Den legen wir unten rein. Manche kennen das auch noch mit Topf kaputt und hab dann so Scherben. Genau, das auch. Können Sie auch machen. Das geht auch. Das geht ganz genauso. Sollte ich denn dann trotzdem noch so eine Schicht dazu machen? Lohnt sich schon, weil irgendwann setzt sich zwischen diese Tonscherben ja doch mal Erde und das Loch kann verstopfen. Okay. Das wollen wir einfach vermeiden. Mhm. Also ungefähr so 1 bis 2 cm, je nachdem wie groß eben auch der Topf ist. Mhm. Dann können wir die Erde reinfüllen. Wichtig ist halt, Erde, nicht zu fett, also keine lehmhaltige Erde, das wäre ganz wichtig. Genau, dann können wir den mal hier und dann darf die Pflanze Platz nehmen. Genau, jetzt habe ich die Erde gemacht. So, jetzt kann sie Platz nehmen. Jawohl. Genau. Und dann den Rest so ein bisschen auffüllen. Genau, wird einfach aufgefüllt. Und dann wichtig noch, Tipp 5, Gießverhalten für die nächste Zeit. Genau, warum das? Ich habe ja jetzt ganz viel frische Erde. Das heißt, wenn ich jetzt gieße, saugt die sich voll wie ein Schwamm und gibt sukzessive das Wasser ab. Mhm. Wenn ich mein altes Verhalten beibehalte, einmal die Woche gießen oder was auch immer das war, dann ist das zu viel für den Anfang. Okay. Das heißt, ich muss jetzt erstmal reduziert schon gut anwässern, dass sich die Luftkissen schließen. Aber dann einfach gleich mal auf alle 8 Tage ausweichen. Und die Fingerprobe machen, haben wir ja gerade gelernt. Genau, okay, dazu. Wie verhindert man denn, dass die Pflanzen traurig die Blätter hängen lassen, wenn man mal wegfährt? Unser Service zu Hause Lifehack heute mit Claudia Banse.